Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Double Agent mit eurem Sam Fisher LP und wir sind jetzt hier im hoffentlich letzten Abschnitt von der Shanghai Mission. Muss hier mal ein bisschen leiser machen. Mist, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau. Der kommt gleich wieder hier hin, das heißt, ich bleib hier noch im Bad. Sobald der Typ einen Abgang macht, werde ich den anderen wohl betäuben, weil ich krieg den da nicht weg. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll und ich gehe das Risiko einfach ein. Dann knacke ich den Safe und dann versuche ich den Typen irgendwo hinzuschleppen. Oder eigentlich wäre es vielleicht schlauer, wenn ich den zuerst verstecke. Ich werde einfach mal beide Versionen ausprobieren. Nee, am Schocker. Und dann gucken wir mal, welche effizienter ist. Also ich werde ihn erst verschleppen, glaube ich. Sobald der Typ wieder aufsteht, mache ich das. Jetzt. Boah. Ja, keine Ahnung. Nein, 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 nicht an den Safe, nicht an den Safe. Naja, gut, jetzt bin ich schon am Safe. Gut, dann versuchen wir eben die Methode zuerst. Boah. Das wird ganz schön schwierig, glaube ich. Gut, Fischer. Das Meeting geht zu Ende. Der Hubschrauber ist bereit. Wir sind bald da. Man hat nicht so unendlich viele Versuche. Das Meeting ist beendet. Der Doktor kommt in deine Richtung. Er ist ein Unsicherheitsfaktor. Du musst ihn ausschalten. Nee, das ist nicht gut. Ich muss schon wieder einen ausschalten. Aber erstmal gucken wir uns hier drin ein bisschen um. So. Und jetzt verschleppen wir den. Ich hoffe, ich habe noch genug Zeit. Oh. Oh, oh. Schnell weg hier. Legen wir den mal hier um die Ecke in die Dusche. Nein, wieso schießt der denn schon auf mich? Ey, das raff ich einfach nicht, oder? Schießen die einfach mal durch die Gegend, oder was? Auch wenn es geklappt hat, werde ich es jetzt trotzdem nochmal mit der anderen Methode versuchen. Und zwar zuerst den ausknocken, weil ich glaube, ich habe einfach nicht genug Zeit dafür, den Safe zu knacken und gleichzeitig den Typ da zu verstecken. Und wenn der da liegt, das ist ein bisschen ungünstig, sage ich mal. Deswegen ist mir das so eigentlich lieber. Dann warte ich lieber, bis der nochmal zurückkommt. Mal gucken, was der dann macht. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Das war der Typ gar nicht. Das war ein Bug schon wieder. Oh nö, ey. Oh. Naja, ich langweile euch jetzt hier mal nicht, oder vielleicht doch. Weiß nicht, kommt der jetzt schon wieder? Ich will mal wissen, was der wieder reagiert, wenn sein Kollege da plötzlich nicht mehr da ist. Ja, der kommt. Dieses Spiel, also ganz ehrlich, das hat zum Glück nicht so ewig viele Missionen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Tu's nicht, tu's nicht. Er tut's. Er tut's, oder? Ja, er tut's. Puh. Nee. Das hat auch nichts gebracht. Wieso geht denn die Anzeige da jetzt nicht weg? Ah, gut. Na, wenigstens klappt das mit dem Safe jetzt mal anständig. Okay. Ich hab's langsam raus, Leute. Echt, also. Wenn man unter Zeitdruck ist, ist das hier echt schon eine ziemliche Arbeit. Das Meeting ist beendet. Der Doktor kommt in deine Richtung. Er ist ein Unsicherheitsfaktor. Du musst ihn ausschalten. Mhm. Erstmal speichern jetzt. Nein! Boah, gut, dass ich gespeichert habe. Boah, Leute, jetzt hebt den Typ an. Und dann nichts wie weg hier. Oh, der kommt. Oh, der hat nichts mitgekriegt. Geil. Da muss ich mich jetzt eigentlich nur noch verstecken. Gucken wir mal, ob der gleich wieder
Ach so, weil der da oben wahrscheinlich immer hängen bleibt. Deswegen, dann packe ich den halt mal da rein. Ist mir auch egal. Oh, der... Oh nein, jetzt kommt er noch hierher. Vielleicht guckt er erstmal nach seinem Kollegen. Perfekt, dann kann ich nämlich einen Ausflug machen. Warte mal, das ist gar nicht mal so schlau. Dann sieht er ja... Oh nein! Oh, Mist, was mache ich denn jetzt? Ich muss den auch auslampen, das hilft nichts. Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Boah, komm. Komm her. Ah, zu spät. Ist das ein... Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Ah, ich versuche mal jetzt an dem vorbeizukommen. Oh, 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 da ist noch einer. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken hier. Einsatzziele. Exfiltration und Dr. Aswald. Da steht noch nicht mal, was ich machen soll. Da steht nur Dr. Aswald. Wir können nicht zulassen, dass Dr. Aswad weiterhin sein Wissen verkauft. Das ist einfach zu gefährlich. Wir müssen ihn aus dem Geschäft nehmen, bevor jemand anderes seine Arbeit in die Hände bekommt. Gut, dann müssen wir mal schauen, wo der ist. Es hieß ja, der würde in meine Richtung kommen. Moment. Ah, Moment. Genau, dann ist der da. Ich speichere hier erstmal. Der Typ, der glitscht da rum. Das ist auch nicht weiter problematisch. Was ist mit dem anderen? Der sollte ja... Hey, der unter der Dusche oder was? Oh, da ist ja einer. Wieso sind denn da auf einmal so viele? Gerade waren das noch nicht so viele. Kommt das Geräusch jetzt schon wieder her? Oh. Was ist denn der Aswad? Angeblich soll er hier unter der Dusche hängen, oder? Das ist doch gar keiner. Außer eine Dusche. Die Fische! Wir zerstören die Fenster! In der Kuh! Ja, wir sind hier. Bewegung! Wo ist denn dieser Aswad? Ist der da draußen, oder was? Ich verliere gerade Vertrauen. Wo ist der denn? Wo ist denn der? 3D-Karte. Das... Ach, ich bin da und muss dahin, oder was? Oh, nö. Muss ich ja... Naja, gut. Dann gehen wir erstmal raus. Boah. Ist Ladscheiner mit seiner Taschenlampe rum oder was? Nee, zum Glück nicht. Aber der bewegt sich trotzdem gefährlich in meine Richtung. Hm. Hm. Ich würde nicht unbedingt behaupten, dass ich hier sicher bin. Wir zerstören die Fenster! In der Kuh! Könnte ich den von hier aus erledigen? Könnte ich den abknallen? Ich guck mal kurz, ob das geht. Ist der das? Der, oder? Ich probiere das jetzt einfach mal. No risk, no fun. Wobei no fun eher überwiegt, weil ich das total nervig finde, dass ich hier Leute auslocken muss. Da merkt man schon ein bisschen, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt. So. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, wer von denen... Nee, oder? Nee, oder? Die scheiße Waffe hat keine Munition. Oh, nee, oder? Was? Da muss ich ja dahin latschen. So eine Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso hat die blöde Knifte... Oh, Mann. Oh, ich könnte mich aufregen. Wie soll das denn?
Wie soll das denn funktionieren? Das kann ich doch gar nicht schaffen. Wenn die blöde Waffe... Ja toll, Schrotgewehr. Bringt's mir jetzt auch total. Splittergranate. Ist ein bisschen krass. Das Nervige ist halt, dass... der Exfiltration da... Toll, hat sich auch noch ein Alarm ausgelöst. Oder was? Fischer, wir sind hier. Bewegung. Ich hau jetzt ab. Komm, wo ist der Typ? Der, oder? Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wieso ist hier keine Munition? Komm, ich habe noch mal einen älteren Punkt geladen. Ich wollte eigentlich noch weiter zurück, aber das geht irgendwie nicht mehr. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, da schnellstmöglich zu diesem Atomwissenschaftler zu kommen, weil ich im Moment... Hey, das ist doch ein... Jetzt sag bitte, dass das funktioniert. Ich habe den hier geladen. Oh, bitte. Ja, es geht. Speichern. Weil ich weiß jetzt nicht. Die Frage ist, ich verliere jetzt gleich ein bisschen Vertrauen bei der JBA, weil ich ja jetzt ein bisschen Zeit brauche. Die Frage ist nur, ist dieses Vertrauen dann wirklich komplett weg? Oder ist das quasi nur so ein Zeitfenster, das ich habe und danach... Hat der Sieg nicht, oder? Ja, und danach wäre wieder alles voll praktisch. Das muss ich jetzt halt rausfinden. Aber wenn das allein schon so ewig lang dauert, um den einen Typ da loszuwerden, dann sehe ich da eigentlich eher schwarz. Wenn ich ehrlich bin, aber ich werde trotzdem erstmal warten. Braucht er bestimmt ewig und drei Tage, um zu checken, dass hier nichts los ist. Und dann könnte ich halt rechts rum, weil da ist keiner. Perfekt. Wir zerstören die Fenster! In Deckung! Achso, der ist schon vorbei. Oh Mann! Das sind ja 100 Milliarden von denen! Ja, dann nehme ich den Haftschocker, was soll's. Hallo? Oh. Eine Alternative ist halt, dass ich den Kerl einfach am Leben lasse. Und ein bisschen Vertrauen an die NSA verliere, das ist mir halt lieber, als jetzt diesen ganzen Aufwand hier machen zu müssen. Nee, ich hab nicht getroffen. Oh, ich explodiere innerlich gerade, weil dieses Spiel mich so aggressiv macht, das ist unglaublich. Ich glaube, ich werde da einfach drauf... Was kann ich denn noch machen? Wieso hat diese blöde Waffe auch keine Munition? Das ist doch totaler Beschiss. Was soll denn das? Oh Mann. Gut, ich hätte noch eine Alternativlösung, aber die wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. So wie gerade den einfach vorbeilassen und von hinten krallen. Weil dann werden mich die nächsten ja schon sehen, wahrscheinlich. Oder hat er mich nur deswegen gesehen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Oh Mann. Braucht der denn dieses Jahr? Wir zerstören die Fenster! Ja, weiß ich nicht. Nervt mich. Da, diese Anzeige, die da jetzt runtergeht. Dieses rote. Die Frage ist halt, bleibt das weg? Oder eben nicht? Mann. Letzter Versuch, dann ist es mir egal. Weil es ist ja quasi ein Sekundärziel, ne? Also es muss nicht unbedingt erfüllt werden. Das kann ich auch gleich mal überprüfen.
Hier. Na, es ist ein Primärziel. Scheiße. Fuck, da muss ich das auf jeden Fall machen. Ja gut, dann kostet mich das halt eben so ziemlich alles an Vertrauen, aber da das Spiel schon wieder überhaupt nicht das tut, was ich möchte, muss ich da jetzt mit leben. Das ist so ätzend. Fischer, wir zerstören die Fenster! In Deckung! Ja, ja, mach dir mal. So, jetzt hätte ich halt die Möglichkeit. Aber das wird... Erklärt mir das bitte! Erklärt mir das bitte! Warum? Warum? Also, da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein, ganz ehrlich. Und dann ist das auch noch ein blödes Primärfach und nur... Oh! Nur weil diese blöde Waffe keine Munition hat, muss ich mich jetzt hier schon wieder total... Oh Mann! Das ist so unlogisch, ich kann doch nicht sofort angeschossen werden, wenn ich da um die Ecke komme. Was haben wir denn da noch Schönes? Wir haben doch bestimmt noch irgendwo... Gasgranate... Ja, Gasgranate klingt gut. Gut, dann werden wir mal die Gasgranate ausprobieren. Oder kam das von hinten? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Nee, der backt da immer noch rum. So, dann werfen wir halt mal ein Gasgranätchen. Oh, Leute! Was ist denn das bitte? Nochmal. Oh, das wird schon wieder so endlos lange. Ich hoffe, ich habe den Timer wieder angemacht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich prüfe das gleich mal. Ich werde jetzt hier erstmal speichern. So, dann gucke ich nach meinem Timer. Nein, der läuft natürlich nicht. Dann sage ich mal noch 12 Minuten. Keine Ahnung, wie lange ich hier schon wieder dran sitze an diesem Scheiß. Mann, das ist genau der gleiche Scheiß wie mit der Tasse. Wie kann man denn bitte so ein unfertiges Spiel rausbringen? Das gibt's doch gar nicht. Mich wundert's überhaupt, dass sie das verkauft gekriegt haben. Ist hier irgendwie so eine unsichtbare Laserwand, die das ab... Ah, das hat doch jetzt funktioniert, oder? Zu früh geworfen. Oh nein. Perfekt. So, jetzt ist so die Frage. So, jetzt speichere ich kurz. Dann. Ja, ich weiß. Musik ist auch immer so witzig, dieses. So, jetzt brauche ich erstmal ein. Kraftschocker? Gucken wir mal, wo der Kerl ist. Scheiße, da ist ja noch ein Sicherheitsmann. Der kommt auf. Der kommt ja wirklich auf mich zugelaufen, oder? Boah, nee, komm, den nähere ich mich von hinten. Nochmal laden. Ich habe keine Zeit, das ist das Blöde. Weil sonst würde ich ja sagen, ich hätte einfach gewartet, bis du da hinkommst. Aber so muss ich das dann irgendwie anders regeln. Oh nein, die Kamera. Ich habe die Kamera vergessen. Natürlich, was auch sonst. Boah, ich bin auch total überfordert von diesem Menü. Ich hätte nicht so viel freischalten sollen. Das bringt mir sowieso nichts. Das Einzige, was ich brauchen kann, ist verkackte Munition und die habe ich natürlich nicht. Oh oh. Ah Mist, der hat ihn entdeckt. Ja gut, im Endeffekt. Im Endeffekt habe ich ja alles richtig gemacht. Oh nein. Ich habe ja noch voll viel Zeit. Sehe ich gerade. Oder? Das? Das ist das, was ich geworfen habe. Jetzt wird es natürlich extrem krass. Weil wenn die gleich umdrehen und mich hier sehen, bin ich erledigt. Ich komme hier nicht weg.
alles total... Totaler Mist ist das einfach nur. Machen wir anders. Fischer, wir sind hier. Bewegung. Ja, Oh Mann! Ich muss mich um den erst kümmern. Das hilft ja nichts. Wenn der den sieht, hab ich ein Problem. Fischer, wir sind hier. Bewegung. So, den Haftschocker. Wenigstens das funktioniert, ja? Wenigstens das. Wo sind Sie, Fischer? Los, bewegen Sie sich! So, jetzt müssen wir uns um den noch kümmern. Ich wäre jetzt mal für... Nehmen wir mal eine Gasgranate. Nee, das war nicht so klug. Fischer, wir sind hier. Moment. Nehmen wir nochmal. Wie viel haben wir denn von den blöden Schocker? So ewig viele werde ich davon nicht haben. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon keine mehr, oder? So, nochmal speichern. So, was haben wir jetzt noch? Haftkamera. Haftkamera. Hä? Was war das denn? Was, hat der mich. Nee, oder? Nee, der ist schon vorbei. Zu weit. Boah, das hat mich gerade voll irritiert irgendwie. Wo sind Sie, Fischer? Los, bewegen Sie sich! Nee. Oh. Warum habe ich so viele Auswahlmöglichkeiten? Das ist ja krank. Los, bewegen Sie sich! Oh Mist, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Noch da? Oh, komm schon, ey. Jetzt muss ich mein ganzes Sammelsurum an Material hier verballern. Los. Was? Oh, was haben wir denn noch? Ah, wir haben ja noch einen Ringgeschoss. Wo sind Sie, Fischer? Los, bewegen Sie sich. Ja gut, ich nehme das Ringgeschoss. Dann knock ich erstmal dem seinen Sicherheitstypen da aus. Oh Mann! Wieso hat der das denn mitgekriegt? Wo sind Sie, Fischer? Los, bewegen Sie sich! Nee, dann. Dann jetzt komm. Zack. Ecco mio. Problem gelöst. Nicht gerade die eleganteste Art und Weise, aber ist mir jetzt total egal. Ich will jetzt einfach nur diese blöde Mission schaffen. Das wird jetzt richtige Minuspunkte geben und was noch viel schlimmer ist, mein Vertrauensbalken da, der geht immer weiter runter. Boah. Ey, was hat mich diese Mission jetzt wieder aufgeregt, obwohl die eigentlich richtig cool war oder hätte sein können, wenn sie nicht so megamäßig verbuggt wäre. Ist unfassbar, ey. Naja gut, jetzt haben wir halt ein bisschen Vertrauen verloren, das macht aber auch nichts, weil das können wir bestimmt in der nächsten Mission oder so wieder reinholen. Da bin ich jetzt eigentlich guter Dinge. Abgeschlossen haben wir alles soweit, aber die Statistik, die wird jetzt wieder richtig fies aussehen. Achtung. Ja, jetzt gibt's erstmal ein paar Extras. Ganz toll, was haben wir jetzt freigeschaltet? Ein Rauchgranatenaufsatz. Sieht aus wie die deutsche Flagge. Weiß nicht, ob das Absicht ist. Es ist ein SC-20K-Aufsatz zum Abfeuern von Rauchgranaten. Bietet größere Reichweite der Granaten und bringt sie schnell zum Ziel. Der Vorteil ist, wir haben nicht das Tassenproblem. Ich nenne es jetzt einfach mal Tassenproblem. Das heißt, wir können die Rauchgranate recht gezielt irgendwo hinballern. Ist ganz gut. Eine Softwareaktualisierung für unser Hacking-Gerät haben wir. Heckgeschwindigkeit wird erhöht, oje. Dann gucken wir mal, ob das wirklich hinhaut. Und das hatten wir ja schon und jetzt kommt's. Ja, 65% war ja abzusehen. Wir haben 4 ausgeschaltete Gegner. Und wir haben einen gefundenen Körper, okay. Den hätten wir uns sparen können, aber die ausgeschalteten Gegner, ja gut, da gibt's halt nichts zu machen. Und da habe ich schon wieder geklickt. Als Jamie sie hier vorstellte, wusste ich, dass sie... Wir sind gleich wieder im JBA-Hauptquartier, aber bis dahin muss ich erstmal meinen Puls wieder absenken. Bis dann, euer Sam Fischer LP.